Sie ist für viele Feministinnen ein rotes Tuch. Agostin sagt, nicht alle Prostituierten seien Opfer und nicht alle, die für Sex bezahlen, Täter. Für die Professorin nur folgerichtig, dass Frauen aus Europa gerne nach Bali reisen. Wenn du in Schweden Sex mit verschiedenen Partnern hast, bekommst du einen schlechten Ruf. Klar kann man auch hier einen schlechten Ruf bekommen, aber es macht mir Spaß. Ich habe die japanischen Männer bereits vergessen. Mein Freund ist Balinese. Da ist diese Vorstellung, dass die Frau sich durchsetzen muss. Sie darf es nicht zulassen, dass sie sexistisch behandelt wird. Wenn sie nun in den Ferien ist, weit weg, muss sie das nicht mehr machen. Alles scheint schön und wunderbar. Oh, ich kann eine Frau sein, ich kann mich entspannen und nur eine Frau sein. Ich muss nicht diese starke Gleichberechtigungsfrau sein. Ich vermute, das ist der Grund. Die Beach Boys leben von den Frauen, die sie hier kennenlernen. Ein Reisbauer verdient im Schnitt $1 pro Tag. Bauarbeiter kommen auf höchstens $3 pro Tag. Und Fischer gehen manchmal ganz leer aus. Japanische Frauen müssen im Beruf stark sein, müssen mit Geld umgehen können. Besonders begehrt sind junge Männer. Über 30 wird es schwierig für die Beach Boys. Die Jugend ist ihr Kapital.